Und damit willkommen zum heutigen Angespielt. Wir testen Monster Hunter Rise, die zweite Demo-Version. Ich wollte damals schon die erste Demo-Version testen, kam allerdings genau einen Tag zu spät. Aber mittlerweile gibt es die zweite Demo-Version für die Nintendo Switch, exklusiv aktuell dieser Titel. Also wer da Bock hat, mal reinzuspielen, der lädt sich diese zweite Demo-Version runter und testet einfach mal das Spiel. Ja, wie immer, natürlich ein Action-RPG. Und es ja, ist jetzt mittlerweile schon der sechste Ableger der Hauptreihe von Monster Hunter. Und auch für den PC soll das Spiel noch rauskommen, allerdings erst irgendwann im Jahre 2022. Ja, also aktuell müssen sich da alle mit der Nintendo Switch-Version begnügen. Was das Spiel kann! Ja, Jack hat geschwärmt von dem Spiel, deswegen habe ich mir gedacht, testen wir es einfach mal. Aber was das Spiel tatsächlich kann, das schauen wir uns heute mal in der Demo an. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir schauen uns als erstes einmal an, was das Spiel zu bieten hat für Neuanfänger. Gehen in die Tutorials rein, lernen so ein bisschen die Steuerung, lernen und schauen uns das Wyvernreiten an. Und dann schauen wir uns definitiv auch mal eine Solo-Mission an. Ich werde, denke ich, auch mal in den Mehrspieler-Modus reinschauen, was es da alles zu holen gibt. Ich freue mich schon richtig drauf, aber jetzt machen wir erstmal hier das Tutorial. Und Meister Utsushi wird uns unterrichten. Sprich mit Meister Utsushi. Ich habe 50 Minuten dafür, mit Meister Utsushi zu reden. So, das ist das Zelt. Hier können wir unsere Ausrüstung oder Waffen wechseln. Es gibt wieder verschiedenste Arten von Waffen. Ich habe mich für die Doppelschwerter entschieden. Die Doppelschwerter kann ich mich noch erinnern aus dem anderen Monster Hunter. Monster Hunter World war das, glaube ich. War eine ziemlich schnelle Waffe. Ja, ich liebe schnelle Waffen und ich liebe allgemein Doppelschwerter. Aber da kann man zwischen, glaube ich, 10 oder 12 verschiedenen Waffen wählen. Und mit Sicherheit kann man in der Vollversion dann auch seine Rüstung und so alles auch noch selbst gestalten. Das hier drüben, eine Vorratstruhe. Mit diversen anderen Dingen. Und ja, scheinbar sollen wir jetzt dort unten zum Fluss wandern. Reden wir über Seilkäfer. Die sind großartig und bei der Jagd ein absolutes Muss. Wir müssen sie richtig einsetzen. Okay, wie setze ich den Seilkäfer ein? Okay, Seilsprint aufwärts. Ah, so kommen wir hoch zu ihm. Das ist ja nice. Jetzt müssen wir bestimmt hier von Felsen zu Felsen ein bisschen springen, oder? Ah, nee. Jetzt kommen mir die Helferlein, die man noch so mit am Start hat, ja. Okay, okay, okay. Mal schauen, was wir jetzt mit den Helferlein machen können. Lass mich rein. Ah, ich kann auf den... Das ist ja mal mega nice. Also. Das ist ja mal richtig cool, Alter. Na dann. Beweg dich zum Ziel. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte bloß, ich muss jetzt vielleicht irgendwas zum Springen drücken, aber der springt von... Was ist das denn? Das sieht... Alter, ich habe jetzt ernsthaft Code eingesammelt. Nice, Alter. Sieh dir diesen gelben Irrlitz an. Er ruft das Pollen und gibt dann einen... Okay. Ah, das sind diese knuffigen Vögel. Okay, dann haben wir noch einen Tuchfalter. Einheimische Wesen, okay. Okay, also gibt hier verschiedenste Insekten mit verschiedensten Fähigkeiten natürlich. Jo, und damit landen wir jetzt tatsächlich auch mal im ersten Kampf. Links oben in grün unsere Lebensanzeige. Ja, ich treffe erstmal gar nichts scheinbar. Doch jetzt, nice, Alter. Kann ich irgendwie Gegner anvisieren? Und ausweichen müsste mir auch jemand beibringen. Ausweichen ist auch immer eine nice Sache eigentlich. Ja, also wie gesagt, oben links in grün haben wir die Lebensanzeige, in gelb die Ausdaueranzeige, die wir halt immer beachten müssen, natürlich. Karte öffnen, Schnellreise. Wir sind zurück im Tutorial-Modus bei Meister Utsushi, der uns jetzt das Wyvernreiten beibringen wird. Da bin ich schon mal richtig gespannt. Wir waren ja so eine Art Drache, ja, und das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich hier durch die Luft fliegen. Da freue ich mich doch schon richtig drauf. Bei Wyvernritt steuerst du ein in Eisenseite gelegtes Monster.
Okay, scheinbar sind Wyvern nicht nur Drachen, sondern allgemein Monster, okay. Ich habe jetzt Wyvern nur als, ist er jetzt hier? Ach, der ist einfach hier runter. Ich habe jetzt Wyvern als Drachenmonster im Kopf, aber scheinbar sind das sämtliche Monster. Keine Ahnung. Kennen Wyvern bloß als Fire Emblem und dort sind es drachenartige Monster. So, genau. Seilsprint. Ja, ja, das haben wir alles schon gelernt. Ah! Irgendwie habe ich jetzt meine beiden Seile verschwendet. Na gut. Ah! Oh, Memes will, ich weiß nicht mehr, wie ich ausweiche. Ah! Ah, okay, ich habe jetzt einen zusätzlichen Seilkäfer gefunden. Aber irgendwie klappt das hier gerade nicht so richtig. Jetzt! Okay, ich habe schon mal ein Seil dran an ihm. Huch, das war nicht. Versetze Monster in den... Ja, das versuche ich ja gerade. Und lande einen Schlag oder stecke deine Waffe weg und starte den... Ja, das mache ich doch gerade schon die ganze Zeit. Shit. Oh, doch, doch, doch. Ja, es ist mir gelungen. Ja. Hallo. Ich drückte schon A. Ah, okay, jetzt hat's geklappt. Alter, das ist ja mal nice, Alter. Aber das macht noch nicht so richtig, was es soll. Also, das ist im Übrigen das Quest-Auswahlmenü. Ja, hier habe ich mir das Basistraining und das Wyvern-Ritt-Training angeschaut. Und jetzt wollen wir mal so einen Groß-Isuchi zerlegen. Man hat dann noch Schwierigkeitsgrad fortgeschritten. So eine Mitsutsune und ein Magna Malo Schwierigkeitsgrad-Kenner. So, und ich bin, glaube ich, nicht mal Anfänger. Wir wollen einfach mal reinschauen, ja, wie das jetzt hier so ist. Hier das Waffenauswahlmenü. Es sind sogar insgesamt 14 Waffen, die man hat. Und da haben wir auch unsere zwei Tiere gleich noch dazu. Nice. Erlege einen Groß-Izuchi. Dann auf geht's. Also hier hätten wir unser Basislager. Ich glaube, wir müssen den jetzt erstmal wieder suchen. Das ist... Die Möglichkeit besteht, dass wir den dort bei den zwei Fragezeichen auf der Map finden. Natürlich. Gehen wir erstmal hier runter. Schau mal, was wir bei der Gelegenheit noch so finden. Der Pfeil zeigt uns, in welche Richtung wir ungefähr müssen. Oh, sind es hier schon Monster? Bist du ein Monster? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Erstmal zwei. Sind die tot? Ich weiß es nicht. Nee, schaut mal, die leben noch. Die machen sogar halbwegs Schaden, diese Kackbiester. Ich würde halt gern mal... Ich würde halt gern mal wissen, ob man auch Monster irgendwie anvisieren kann. Das wäre halt schon ganz nice. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist schon tot. Ja, okay. Hat mir das jetzt was gebracht, die zu killen? Hat mir das irgendwas gebracht? Irgendwas an Materialien oder so? Bombaggi-Zünder. Okay. Also die bringen mir zumindest hochentzündliche Bombaggi-Körperflüssigkeit. Wird bei Gefahr ausgestoßen. Okay. Oh, aber was mir das Ganze jetzt genau bringt. Ah, mit dem rechten Stick, wenn ich den reindrücke, kann ich das Ziel wechseln, okay? Aber was ist denn so richtig, also... Ah, okay, es ist tatsächlich der B-Knopf, das Ausweichen, aber man muss halt im richtigen Moment den B-Knopf drücken. Wo ist das zweite Vieh? Ja, dort.
Oh, ich hab einen Trank getrunken. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Easy going, Alter. Das ist also, so, falsche Knöpfe drücken, daran bin ich nach wie vor richtig gut. War ich schon immer richtig gut. Aber das bringt mir irgendwie nicht so richtig, diese Viecher zu besiegen. Izushi-Schwanz. Ah, okay. Kann sie Viecher zum Rudelführer machen? Ja gut, schauen wir mal. Schauen wir mal zum ersten Fragezeichen jetzt. Und dort scheint mir so ein Groß-Izushi zu sein. Izuri oder wie auch immer. Oder sind hier zwei? Nach wie vor mag ich die Kameraführung nicht. Okay, irgendwie hat mir das gar nichts gebracht. Wir hauen einfach mal auf das Vieh ein, ja. Es macht auch irgendwie keinen Unterschied, ob ich mit X oder mit A zuschlage, ja. Der macht so oder so. Nur schwache Angriff. Alter Schwede, uiuiuiui. Trinken wir erstmal was. Ja, sehr gut. Aua. Das Scheißvieh macht halbwegs Schaden, ey. Aber war das nicht so, dass sie irgendwie dann bei Monster Hunter auch dann irgendwie Körper... Ne, das war bei Dawn. Bei Dawn ist das die Körperteile fallen. Oh shit, Alter, ich baller gerade übelst viele sinnlose Tränke rein, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich will mit Y angreifen. Pussy Sushi, geborene Teile, nice. Also die verlieren hier nicht irgendwelche Körperteile dann, ja? Das war, glaube ich, bloß bei Dawn. Monster Hunter für Arme. Ah, jetzt. Das ist immer noch, dass sie davon rennen, alles klar. Das heißt, wir müssen den jetzt verfolgen. Blöde Kackvieh. Was ist es, wenn es davon rennt? Du brauchst nicht davon rennen, Kollege. Erstmal wieder sinnlos einen Trank. Zu mir gesnackt, nice. Weiß gar nicht, war das bei dem anderen Monster da auch so, dass man da aus, dass ich da aus Versehen immer irgendwelche Drecke zu mir genommen habe? Dass du halt auch nicht siehst, wie fit der ist, ja? Das ist halt auch scheiße. Oh, das war gekonnt ausgewichen. Einmal im Leben habe ich was gut gemacht. Ich hasse es. Also, nach wie vor die Kameraführung. Kann ich nicht verstehen, wie sich da Leute für begeistern können. Also ich brauche da wirklich sowas zum Anvisieren. Ja, wenn ich dann die ganze Zeit noch meine Kamera drehen muss, um auf dem einzuprügeln. Aua! Oh shit, jetzt muss ich definitiv mal was trinken hier. Ich will ihn irgendwie mit meinem Seilkäfer fangen, aber geht scheinbar nicht bei dem Vieh. Komm, weiter auf das Vieh einschlagen. Let's go. Das hat schon irgendein Symbol dort. Schaut mal, dort oben rechts. Ich weiß nicht, was das... Du bist in Ohnmacht gefallen, nein! Ich habe vergessen, mich zu heilen. Dann haben wir wieder volle Tränke. Muss ich bloß dran denken, dass ich die auch nutzen kann und nutzen sollte. Ach du Scheiße. Wollt mich heulen, oder?
So, jetzt kann ich den Wyvern nehmen. Wo ist denn das Vieh jetzt? Ah, dort. Nice, Alter. Ist halt super, du hast voll daneben gehauen. Bringt mir gar nichts, Kollege. Ich will versuchen mal, das, dieses Wyvern-Dingens aufzumachen, ja. Also, dass ich dem quasi dann so einen Superangriff vielleicht reindrücken kann. Yes! Och Mann, ey! Wo machst du diesen Angriff hin? Jetzt. Komm. Yes! 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 Gruß Izushi zerlegt. Erlegt. Wie auch immer. Honig. Ach nee. Ich will den Honig haben. Wie hier Honig wächst, Alter. Nice. Kann ich dem noch irgendwas entnehmen? Greifbeutel. Alter, wie viel kann ich dem denn jetzt entnehmen, Alter? Kann ich das immer wieder machen, solange jetzt, bis die Zeit abgelaufen ist? Nee, okay. Der ist ausgenommen. Okay, also man muss sich dann in den letzten Sekunden natürlich auch noch beeilen, um dann alle, die hier dann quasi noch rumliegen, auszunehmen. Dann wird, denke ich, nicht automatisch die ganzen Items bekommen. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Sind zwar einmal K.O. gegangen. Aber hey, was soll der Geiz? Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen in den Online-Modus rein. Okay, funktioniert mit dem Online-Spiel leider Gottes nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt versucht, Lager zu suchen. Ja, ich kann euch das ja mal fix zeigen. Gehen wir in den Mehrspieler hier rein. Und dann kannst du quasi nach Lagern suchen. Du kannst lokal spielen, ja, mit Freunden in deiner Nähe, logischerweise. Oder eben online. Und hier hast du die Möglichkeit, jetzt selber ein Lager zu erstellen, sodass andere dein Lager finden. Oder eben nach einer speziellen Lager-ID zu suchen, wenn du gezielt mit Freunden suchen willst oder wenn du mit Random spielen willst. Ja, dann kannst du hier Lager suchen machen und hier dann das Ziel eingeben. Und egal, was ich hier eingebe, selbst beliebige Sprache, ja, Ziel keine, der findet nichts. Hier, es konnte kein Lager gefunden werden. Auch Großi Sushi kein Lager. Der findet einfach keine Lager. Und dementsprechend, ja, kann ich euch leider diese Online-Funktion, dieses Online-Spielen jetzt nicht zeigen. Aber letzten Endes wäre das dann genau das gleiche wie eben schon der Offline-Modus. Nur, dass wir eben hier mit anderen Spielern aus der ganzen Welt noch zusammenspielen kann. Mit Sicherheit macht das richtig viel Spaß. Wenn man das mit dem einen oder anderen Kumpel dann noch zusammenspielt, könnte ich mir vorstellen. Und dann das Ganze ein bisschen koordiniert. Und auch noch so ein bisschen über den Voice-Chat, ja. Aber geht halt leider nicht zu zeigen. Von daher war es das fürs heutige Angespielt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt gerne eure Meinung in die Kommis. Mir hat es relativ großen Spaß gemacht. Aber ja, nach wie vor, die Kameraführung ist absolut nicht meins. Und ich glaube so, dieses Monster-Slashen und alles, das ist auf Dauer nichts, was mich jetzt irgendwie länger begeistern kann. Aber wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Damit war es das von meiner Stelle. Bis zum nächsten Angespielt wieder, Leute. Bis dahin. Macht's gut.